Der Steam Summer Sale ist wie erwartet am Donnerstag gestartet. Jetzt gibt es also wieder die nächsten Tage sehr, sehr, sehr viele reduzierte Spiele auf der Plattform Steam und vor allem die Daily, also die täglichen Angebote und auch die Blitzangebote sollte man im Auge behalten, weil hier gibt es immer sehr, sehr krasse Reduzierungen jetzt die nächsten Tage. Unter anderem war schon Far Cry 3, Prison Architect und DayZ im Angebot. Habt ihr da schon zugeschlagen? Kim Kardashian bekommt jetzt ihr eigenes Videospiel. Yeah. Na, so eine ganz große Sache wird das wohl nicht, weil das Ganze wird nur eine kleine iOS-App, mit der ihr dann euren eigenen Star entwickeln könnt. Die 33-Jährige hat sogar eigene Sounds eingesprochen, die euch dann im Spiel zum Beispiel anfeuern. Na, mal sehen, ich glaube nicht, dass das Spiel, das schon nächste Woche erscheinen soll, der große Kracher wird, aber das wird sich dann eben in den nächsten Tagen herausstellen. Welches Spiel hat euch denn so richtig enttäuscht oder welches Spiel hat euch denn in den letzten Monaten so gar nicht gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, vielleicht werden wir im nächsten Newspack dann ein paar eurer Meinung vorstellen. Nintendo hat ja auf der E3 so einiges vom Stapel gelassen und auch diese Woche gab es wieder zwei wichtige Neuigkeiten. Zum einen wird der Mercedes Download-Content für Mario Kart 8, den wir ja schon mal hier im Newspack erwähnt haben, auch nach Europa kommen. Das wurde diese Woche auf Twitter bestätigt. Ihr könnt euch den ab Sommer irgendwann herunterladen und dann Mario oder Luigi in einen sehr real aussehenden Mercedes setzen und dann über die Kumu-Weide heizen. Aber irgendwie finde ich, passt dieser Mercedes, der sehr real aussieht, auch im Spiel dann nicht so zum Comic-Stil des Spiels. Zum anderen könnt ihr auf eurer Wii U bald wohl N64 Titel abspielen mit der Virtual Console. Das verrät jedenfalls die offizielle Nintendo-Webseite und das klingt ja auch sehr realistisch, denn die Wii U ist ja um einiges leistungsstärker, hat also keine Probleme, N64-Titel abzuspielen und außerdem, warum sollte Nintendo nicht mal wieder für alte Spiele neu Geld verlangen? Das können sie sich ja erlauben. Die Battlefield Hardline Beta läuft ja aktuell und viele Spieler sehen das sehr, sehr kritisch, da nach ihrer Meinung Battlefield Hardline genauso einfach aussieht wie Battlefield 4 und es daher eher eine Modifikation ist und kein ganz neues Spiel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Nachrichten, denn es wurde diese Woche bestätigt, dass Battlefield Hardline sowohl auf der Xbox One als auch auf der PlayStation 4 in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde laufen wird und das hat Battlefield 4 ja zum Beispiel nicht geschafft. Außerdem wurde der Beta-Zugang bis Donnerstag verlängert, ihr habt jetzt also noch ein bisschen Zeit zum Spielen. Eigentlich hatte ich die GTA Online Raubüberfälle ja schon fast vom Schirm verloren, aber stimmt, da war doch irgendwas. Im Frühjahr sollte eigentlich das große Update für GTA Online mit diesem großen neuen Feature erscheinen, das ja schon seit Release angekündigt ist, aber jetzt hat Rockstar Games leider gesagt, das wird leider nichts. Sie brauchen also leider noch ein bisschen mehr Zeit, um diese Banküberfälle ins Online-Gameplay einbauen zu können. Mal sehen, ob es bis zum Release der PC-Version im Herbst dann endlich im Spiel ist. Dankeschön an Anton von MPEG für das coole Video. Besucht seinen Kanal MPEG und lasst auch ein Abo da. Und bei uns könnt ihr natürlich auch unsere weiteren Videos noch anschauen, den Kanal abonnieren und unsere Social-Media-Plattform besuchen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.